Die alte Raubritterburg Nürburg zu umrunden ist für die meisten Rennfahrer eine Pflichtübung. Mit einem Serien 911 Porsche GT3 RS in 6 Minuten 56 Sekunden und 4 Zehnteln um die Nordschleife zu fahren, ist ein absolut neuer Rekord. Aber der süddeutsche Dampfhammer hat auch alles, was man dazu benötigt. Heute, liebe Zuschauer, habe ich eine ganz besondere Mission oder Aufgabe. Ich darf ein PS-Monster fahren auf dem Grand Prix-Kurs des Nürburgrings, und zwar diesen neuen Porsche 911 GT3 RS. Das RS steht ganz sicher für richtig schnell oder Rennsport, aber das Ding hier hat es auch in sich. Der Motor hat 4 Liter Hubraum, 6 Zylinder, leistet 520 PS und 460 Newtonmeter zerren an der Hinterachse. Das Ding ist ein echtes Rennauto, aber auch für die Straße gebaut, und hier auf dem Nürburgring möchte ich mal rausfinden, was das Ding so alles kann. Schauen wir mal. Meine Geschichte beginnt auf dem Weg zum Nürburgring, denn einige werden sich ausschließlich auf der Landstraße mit diesem GT3 RS vergnügen. Dieser GT3 RS hat bei Porsche so ein bisschen Tradition. Seit 2003 gibt es ein solches Auto. Da kam der erste auf den Markt auf Basis des 996 und der hatte damals nur 381 PS. Dieser Saugmotor ist für Verbrennerfans ein Motor mit einem unvergleichlichen Sound. Für den sonntäglichen Fahrspaß auf der Landstraße etwas ganz Besonderes. Aber auch da macht das Auto wirklich Spaß, kommt natürlich nicht an seine Grenze. Das ist auf der Rennstrecke ganz anders. Da kann man dann auch 100% Gas geben. Gas gegeben haben auch die Designer und Techniker. Die Karosse ist gewichtsoptimiert durch Carbon, Aluminium und Magnesium. Dadurch hat der Sportler ein Gewicht von 1430 Kilogramm. Große Räder mit Schnellverschlüssen erleichtert das Arbeiten im möglichen Renneinsatz. Viel Alcantara soll den Restkomfort unterstreichen und der Überrollkäfig schützt bei einer Dachlandung. Insgesamt eine sportliche Erscheinung. Ja, ich muss schon sagen, das ist ein gewaltiges Auto, und deshalb habe ich mal eine Frage an den verantwortlichen Projektleiter für dieses Ding hier, den Andreas Bräuninger. Wir beide kennen uns ja schon viele Jahre, auch aus dem Motorsport. Sag mal, vor 15 Jahren hat man daran geglaubt, ein solches Auto auf die Straße zu kriegen? Ah, ich würde mal sagen, es wäre einem bestimmt schwer gefallen, wenn jemand damals gesagt hätte, wir sind damals um die 8 Minuten gefahren in der Nordschleife im GT3 RS, heute fahren wir unter 7. Also da haben wir schon einiges geleistet in den letzten 15 Jahren, und wir sind stolz drauf. Ich glaube, ich hätte nicht unbedingt diese Prophezeiung gemacht, dass wir eine Minute schneller fahren können wie damals. Aber die Technik heute macht es möglich. Nichts ist unmöglich, war eigentlich ein Slogan von einem anderen Hersteller, aber gilt für uns natürlich auch. Jetzt stellt sich die Frage bei einem solchen Auto, wer kauft sich so ein Ding? Also viele werden dann mit nicht auf die Rennstrecke fahren. Ah, du glaubst gar nicht, wie viele Leute scharf sind auf so ein Auto und wie viele Leute auch wirklich am Wochenende gerne auf die Rennstrecke gehen. Also diese ganzen Veranstaltungen, die boomen ja. 85% der Leute, die so ein GT3 RS kaufen, die kaufen ihn wirklich eher als Sportinstrument als als Beförderungsmittel. Die haben meistens noch viele andere Autos und die nutzen es wirklich auf der Rennstrecke. Also die sind sehr viele und die werden immer mehr. Naja, ich werde das Ding jetzt auch mal als Beförderungsmittel nutzen, allerdings hier auf dem Grand Prix-Kurs. Super. Auf geht's! Viel Spaß! Ja! Dieses Auto hat alle Anlagen eines Rennfahrzeugs, und hier auf der Grand Prix-Strecke des Nürburgrings kann man das wunderschön ausprobieren. Das mache ich jetzt mal. In 3,2 Sekunden sind die 100 erreicht und bei 312 Topspeed endet die Beschleunigung. Ohne elektronische Helferlein ist das Biest aber nicht einfach zu bewegen. Das bedeutet, ich muss schon sehr konzentriert fahren. Die Elektronik regelt eigentlich die Leistung runter und ein Dreher ist fast nicht möglich. Aber wenn man das ausgeschaltet hat, dann hat man das Auto nach meiner Meinung ein bisschen besser unter Kontrolle und man kann auch wunderschöne Drifts hinlegen. Nur Heckantrieb geht das fast wie von selbst, und mit dem möglichen Weißach-Paket wird dieser GT3 RS dann um rund 30 Kilogramm leichter, kosten dafür rund 30.000 Euro. Präzises Einlenken, klar, bei so einem Auto hier ist das absolut notwendig. Notwendig ist auch dieser Hinweis. Dieser Audi R8 mit nur Heckantrieb bietet auch viel Fahrspaß. Das 7-Gang-PDK-Getriebe lässt sich hier über die Schaltwippen rauf und runter schalten. Es schaltet auch alleine. Also muss man sich
eigentlich immer nur auf das Fahren konzentriert und das macht richtig Spaß. Die Hinterradlenkung bringt viel Agilität und die gute Aerodynamik erzeugt reichlich Grip vorne und hinten. Zum Schluss meine Meinung, also dieses Auto ist ein Allround-Talent, der kann langsam, der kann schnell, der ist leise, der ist laut, der sieht gut aus und der hat noch viele andere Talente und für mich macht er besonders viel Spaß, natürlich auf einer Rennstrecke. Aber ich muss das rund 200.000 Euro teure Geschoss auf der Straße zurückbringen.